Displayed stellt sein drittes Ultra Limited Edition vor und diesmal machen wir es ein bisschen spannender zum Mitraten, was sich hinter diesem Bild verbirgt. So sah das dann später auf der Homepage aus und da kann man schon ganz gut erahnen, was einen erwartet, vor allem wenn man den Künstler kennt. Ja, und wie man ganz eindeutig erkennen kann, handelt es sich hier um ein Bild von Icosphere, der vorher schon Moon Assassin, Forbidden Temple und Samurai Ascension gemacht hat. Ich denke, das dürfte das erste Ultra Limited Edition Display sein, wo wirklich die Größe voll ausgenutzt wird, um alle Details richtig schön zeigen zu können, die dieses Bild hergibt. Ich fand, das war bei den anderen zwei Ultra Limited Editions nicht so sehr gelungen. Dann schauen wir uns mal das Video an. Das gibt nicht so viel her wie die Videos der Limited Edition. Es zeigt aber eigentlich ganz gutes Größenverhältnis zwischen Limited Edition und Ultra Limited Edition. Es zeigt halt wieder ein sehr ähnliches Motiv, deswegen würde ich jetzt nicht alle vier Motive nebeneinander hängen, das wäre mir zu viel vom Gleichen. Diesmal wird es übrigens 500 anstatt 300 Exemplare geben, damit wir das Bild hoffentlich nicht wie das vorhergehende innerhalb von 2 Minuten ausverkauft sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Bild haltet. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut!